So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Beast Doctor. Dreht die Musik auf und hört auf eure Seele, denn ich bin wieder dabei, und zwar der Blue. Ja, letzte Folge haben wir angefangen, den Turm hier zu bauen. Und ich merke gerade, ich habe meine Gravity Suit da noch eingepackt. Wir haben übrigens jetzt einen neuen und ich habe das Gefühl, die Musik ist schon wieder fucking laut. Naja, egal. Jetzt geht erstmal wieder richtig beflauscht. Denn wir werden jetzt erstmal weiter den Turm bauen. Zumindest habe ich das vor. Aber zuvor werden wir uns jetzt erstmal kurz die Leute angucken, die jetzt hier neu dazugekommen sind. So, und jetzt ab geht's hoch. Tun wir nämlich mal heute bei denen vorbei. Bei Ghosty und so. Ah, da ist er. Der wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, what the fuck, warum kann ich fliegen? Ja, leider. Das ist meine Gravity Suit. Ach, hier länger habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Ding einfach nur liebe. Danke nochmal, Tobi, dass du überhaupt hier bei dem Projekt dabei warst. Also, dass du gesagt warst. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt dabei warst. So. Es gibt übrigens heute kein besonderes Thema. Also, zumindest habe ich das nicht. Obwohl, doch. Die Aktion, dass YouTube jetzt Musikvideos gegen rechte Gewalt zeigen, ohne mit, also machen, ohne Spaß, Leute. Das ist mal wieder so eine die Aktion, die ich einfach nur feiere. Es ist einfach mal wieder richtig geil, dass einfach mal Leute ein bisschen Grips haben und einfach mal was machen. Ich meine, viel kann, reden kann man viel, aber wenigstens irgendwas machen ist schon geil. Ich finde meinen Turm so geil. Der größte Penis der Welt. Wisst ihr was? Das schreibe ich jetzt mal. Wenn sie. Ich bin gespannt auf die Reaktion. Naja, ich sag mal so, eigentlich müsste ich hier nur noch ein paar Bälle dran bauen. Und dann ist es vorbei. Okay, wir hatten da den Penis gewollt. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wer den Penis da gewollt hat. Aber ich weiß eins schon mal, dass ich das richtig ausnutzen werde. So. Jetzt eben noch schnell die Trapo bauen. So, zack, zack. So muss statt. Du.
Ach nee, Leute, ist das nicht ein geiles Schnitzelprojekt? Schnitzel! Behinderte Schnitzel, du! Ach nee, Leute. Und werdet euch übrigens freuen, ich werde nämlich, also wenn ihr das Video seht, wird definitiv schon eine neue Folge von Zelda A Link to the Past draußen sein. Ich muss nämlich sagen, ich feiere das Spiel ungemein. Und es ist einfach nur eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Kindheit und so, ich schwör. So. Ich muss erstmal den Turm wieder weiterbauen. Ich brauche eigentlich auch mal wieder. Ich muss eigentlich mal anfangen, Glasfaserkabel zu bauen. Oder ich hole mir einfach mal einen Turtle. Oh, was mache ich denn? Gott sei Dank war das jetzt kein Glas, ey. Ich glaube, ich hätte mir selber in den Arsch gebissen, ey. Gut, dass man jetzt dass ich die Portal gegangen habe. Ups. Punktlandung. Hatte übrigens ein bisschen Freizeit, während ich noch mit Tüber aufnehmen wollte und hat ein bisschen Gas geschmolzen. Wieso fliege ich jetzt eigentlich hoch, wenn ich da ein Portal gesetzt habe, ich Dödel? Naja, YOLO. YOLO-Projekt! Das ist echt eigentlich so. Beast Factor ist für uns eigentlich nur so ein YOLO-Projekt. Einfach nur so, wir bauen einfach nur die ganze Zeit Labor über irgendwas und versuchen euch zu unterhalten. Ich meine, es ist eigentlich auch der Sinn eines Let's Players, euch zu unterhalten. Ich muss sagen, bei uns läuft das einfach anders. Wir machen einfach so, wir zocken das und laden das hoch. Ob das jetzt euch jetzt gefällt oder so, das ist das uns erstmal nebendeutig. Aber wir geben uns da jetzt so zwischen ziemlich viel Mühe mit den Videos. Und dann das so vergleicht, die kleineren YouTuber haben oft meistens, was Individualität einfach angeht, also von Bearbeiten und so, einfach mal viel mehr drauf. Und ich merke gerade, ich habe gerade Scheiße gebaut. Das heißt auch kacke klein. Und es läuft heute richtig gut. Das bedeutet, ich werde heute richtig viel aufnehmen. Bis die Festplatte voll ist. Und Leute, dürft euch freuen, es gibt bald ein Horror-RPG zu spielen auf dem Kanal. Was das jetzt sein wird, das sage ich jetzt noch nicht. Das ist allerdings das Problem ist, es gibt eben momentan keinen Link, um das Spiel zu downloaden. Deswegen, ich habe auch so gedacht, dass vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten das in Splitscreen mache, also so ein Vierer-Splitscreen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt drauf, weil ich habe bis jetzt nur gehört, dass es ziemlich, also so ziemliche Schockeffekte hat, aber auch ziemlich einfach ist, sodass auch Leute, die keine Ahnung haben, sich ziemlich leicht einfinden werden. Ich wollte gerade die Fehler schon wieder machen, ich Idiot. Und ich werde übrigens nachher mal nach einem Skriptprogramm für, ne, gucken. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin auch überlegen, ob ich vielleicht den Schacht doch komplett anders nutze und zum Beispiel da die ganzen Kabel reinlege, anstatt in den Löchern. Ha, er hat Löcher gesagt. Ja, ja, ihr kleinen zweideutigen Stücke. So. Komm. Zack, zack. Und übrigens, Leute, was ihr mal ganz dringend wissen müsst, ist, dass ich diesen Contest nochmal, also nochmal zu verhindern, gegen rechtsradikale Gewalt, finde ich auch richtig geil. Ich meine, ich habe mir da so ein bisschen was angeguckt und bin auch überlegen, ob ich selber noch was mache. Allerdings kann ich nie singen. Leider. Naja, egal. Nicht jeder Mensch kann singen. Wenn jeder Mensch singen könnte, dann wäre die Welt ziemlich langweilig. Menschen ohne Macke, die sind so kacke. Das sieht, glaube ich.
So, und jetzt läuft hier wenigstens mal der Rundgang. Weil jetzt können wir ja richtig loslegen. Ich finde es irgendwie praktisch, dass das Pad nur genau da platziert werden, wie sie es sollen. Die anderen müssen sich die ganze Zeit denken, so was baut der jetzt hier schon wieder. Aber Leute, ganz ehrlich, das wird das Energiezentrum selbst sein. Okay, natürlich, ich werde eine ganze Menge Scheiße brauchen. Und die Scheiße beginnt schon bei Rubber. Aber da gehe ich einfach mal kurz einmal ins Trilight und dann hat sich die Sache, dann ist die Sache gegessen. Weil da gibt's so unglaublich viele Rubberbäume. Und bei der nächsten Aufnahme werde ich auch mal ein bisschen wieder ins Twilight gehen, also ein bisschen alleine, wenn ich auf dem Server bin, weil jetzt gerade macht sich das ein bisschen schlecht. Da würde er wieder abschmieren. Ich könnte es natürlich jetzt ein bisschen provozieren und die ärgern damit, aber. Ist schon richtig so. Wo ist denn jetzt das Loch? Hier war's. Hier wird so. Ah, Rage. So. Und aber ganz ehrlich, Leute, was haltet ihr eigentlich von Rechtsradikalen? Und ich kann mir die Antwort schon denken, ihr findet sie alle beschissen. Ich meine, guckt euch die NPD an. Das sind die größten hängengebliebenen Affen, die ich wohl in meinem gesamten Leben ge gesehen habe. Ich bin 17, also es kann noch was Kleineres kommen, aber das ist bis jetzt echt die Höhe. Was, ich meine, hallo? Auschwitz wurde da niemand umgebracht, ja. Und deiner Mutter hat man ins Gesicht gekackt, obwohl, das ist wahr. Ach nee, die MPD hängengeblieben hoch 3. Und jeder, der jetzt hier die NPD in Schutz nimmt, ganz ehrlich, Leute, sucht euch ein Hobby. Sucht euch ein verdammtes Hobby. So. Könntest du ja eigentlich mal ein bisschen ärgern, indem ich mir einfach mal die gesamte Monsterschau aus dem Monsterspawner auf den Hals hetze. Muss ich eigentlich auch mal machen. Aber einfach mal, dass der alles Spawner mitnimmt, ey. Der Junge ist doch so fertig im Horn. Also ich weiß ja. Jetzt ist es. So, jetzt zack, 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 zack. Komm schon. Opalschwert, ey. Wenn ich das irgendwie beeinflussen könnte, was ich auf mein Schwert verzaubern könnte, dann würde ich mir direkt Sharpness 5 holen. Aber besser gleich noch die Waffen aus Hexed, ey. Dicken Breitschwerter. Obwohl, ich muss eigentlich nur mein Nano selber mit Sharpness 5 ausrüsten, dann hat sich die Sache. Jetzt geht er. So ein kleiner. Oh, jetzt ist er wieder da.
Jetzt wurde sein Bambus wieder zusammengeknickt. Wow, Alter. Fick dich, Junge! Ah ja, ich liebe es. Aber bitte sagt, dass er dann irgendwas in den Luft jagt, ey. Ah, ich würde so feiern. Naja, egal. Mir fehlt ja irgendwie das Meinen ein bisschen, aber jetzt momentan ist ihm halt mehr Baufage, Leute. Er müsste verstehen. Und ihr müsst bedenken, eigentlich könnte ich jetzt theoretisch die Aufnahme einfach ausmachen und einfach das in Speedart hochladen. Und übrigens werde ich mal bald ein neues Aufnahmeprogramm austesten, wo ich gehört habe, die Teilen seien viel kleiner. Scheiße, wird jetzt so gedacht haben, was ich jetzt gemacht habe. Ich verarsche die Leute so gut. Das wird so gut, ey. Ich habe nämlich noch was Kleines überlegt, was ich vielleicht noch machen könnte. Ach nee, was für inkompetente Leute, die doch bei Projekten sind. Und nicht böse gemeint, Leute. Ich bin nur gerade ein bisschen langweilig. Ich bin zwar gerade ein bisschen gelangweilt. Langweilig, weil ich muss die ganze Zeit hier bauen und ich glaube, im Endeffekt werde ich das auch wieder schneller. Obwohl, was mir gerade immer so einfällt, Leute, was haltet ihr eigentlich von so Stereotypen in Animes? Also ich muss persönlich sagen, ich finde es jetzt nicht
so schlecht. Ich meine, es ist. Spacken. Wenn ich auch mal probieren, ob das funktioniert, ey, dann lache ich mir heute ab. Ganz ehrlich, Leute, da geht es hauptsächlich darum, einfach mal so einen TNT-Block durch im Portal zu schicken. Wenn das geht. Ey, Leute, ohne Spaß. Wir könnten eine Lücke. Alter, ganz ehrlich, ja. Portalbombe. Er versteht nur Bahnhof. Naja, egal. Er wird's bemerken, wenn es zu spät ist. So, was machen wir jetzt hier auf der Etage? Weil soweit habe ich nicht natürlich nicht gedacht. So. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz hier noch mein Getreidefeld abfahren. Gewachsen ist auf jeden Fall. So. Ich habe das Gefühl, an manchen Stellen fehlt einfach mal komplett die Fackel. Zum Beispiel hier. Naja, YOLO. Also theoretisch könnte ich mir hier eine Weed Station machen. Dass hier wieder mal angepflanzt wird. Vor allem, ich finde es ja ziemlich. So, ja, Leute, es gibt ja in dem nächsten Update von Minecraft, also dem normalen, gibt es ja jetzt inzwischen nicht mehr die Funktion, auf Leitung zu springen. Also, ich sag mal so: Alle Maps, die Ladder Jumps haben, ne, müssen jetzt komplett neu gebaut werden. Muss ich aber auch sagen, finde ich richtig so: Die Ladder Jumps waren ziemlich assi. Mich irgendwie verarschen, ja, meine Fresse. So. So langsam rollt sich mir die ganze Rotze hier mal auf. Ich glaube, ich gehe jetzt mal einen Buch verzaubern. Ich glaube, irgendwer hatte ein Charging Table.
Ich weiß aber jetzt nicht wer. Wisst ihr was, Leute? Einfach nur, damit wir wieder schnell zurückkommen. Wir gehen jetzt durch das geehrte ganze Stadt und gucken uns mal um. Er und sein Mini-Pistum, ey. Der kann ja nicht. Ja, nicht! Alter, der Junge ist doch so hängen geblieben. Charging One, okay, das ist gut für meine Zauberstöbe, wenn ich mal wieder weg habe. Alter! Wie fertig der Junge ist! Alter, okay, der Junge hat auf jeden Fall Ahnung, was er baut. Kann man ja mal machen. Ist der Junge hängen geblieben, unglaublich. Ach nee, Leute. Ja, ich hab dazu drauf, so mit meinen Dias und so. Ich bin einfach so der King, der so der King, das bin ich auch. So, hier werden ab sofort die ganzen Bücher reinkommen. Ich bin mir jetzt am überlegen, ob ich demnächst jetzt hier wirklich auch mal anfange, ein Pipe-System zu machen. Muss ich nur gucken, wie ich das in diesem Turm baue. Weil ich persönlich würde es einem einfachsten einfach im Untergrund bauen. Weil es dann einfach besser aussieht und ich glaube, da unten werde ich ja einfach nur ein paar Etagen ziehen noch. Ich meine, runtergehen wird das Ding ja auch noch. Then you know what I mean. Nein, Mamabu! Ich will jetzt mal wissen, wo das scheiß Wasser herkommt. Das fließt hier noch sehr gemütlich weiter. Wenn das jetzt hier die einzige Quelle war. War es anscheinend auch. Jetzt ruckelt der PC gerade, weil er die ganzen Wasserchunks bearbeiten muss. Das ist echt krank. Naja, egal. Darunter muss ich eigentlich auch noch abbauen, wenn mich wenn das mir so einfällt. Ja, der Adolf, der hat das Beruf. Ich bin der Adolf. Und die Leute nehmen das ernst. Ja, das denken die, die am 20.7. Wahrscheinlich gibt es da jetzt so Leute, die da denken, das wäre ernst gemeint. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr denkt, das ist ernst gemeint, dann fliegt euch einfach ins Knie, ey, so reden, das kann kein Mensch sein. Also zumindest hoffe ich, dass keiner so behindert ist, weil das wäre dann, obwohl, ja, NPD. Oh je. Ab sofort, wichtige Regel, immer ein Portal an deinem Haus. So, erstmal ein bisschen runterziehen. Einfach nur YOLO halt. Damit wir hier nur ein bisschen Grundfläche haben und wir haben schon wieder 30 mal Not rum. Was mich aber gerade ziemlich wenig interessiert.
Obwohl, da könnte ich eigentlich gleich weiter Animes suchen, weil ich muss noch gleich rendern, ich muss auch Zelda aufnehmen, ich muss nämlich übel viel Parts aufnehmen. Und ich lasse mir inzwischen bei Zelda auch massig viel Zeit, weil ich einfach weiß, dass ich einfach nur fucking schnell durchrennen würde. Weil ich möchte jetzt einfach mal das gesamte Spiel mal wieder erkunden. Zack, zack, zack. Ja, so geht's. So, 50% der Energie sind erreicht. Die Folge ist um. Das ist doch schön. Ich meine, der Turm geht jetzt auch in der Tiefe. Finde ich auch geil. Ich meine, darunter wird jetzt einfach nur die Farmanlage. Hier oben wird einfach nur alles sein, nur einfach nur was richtig geiles, krankes zu bauen. Und ja, meine lieben Freunde, da es nun soweit ist, würde ich sagen, ihr könnt dreht die Musik wieder leiser, entspannt euch, die Seele fährt jetzt wieder, beruhigt sich jetzt, sie hat genug Stimmung aufgenommen und noch mal von vorne. Das war's erstmal von Beast Factor. Dreht die Musik leiser und wir sehen uns und hört auf die Seele, denn das war's jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal, euer Blue. Bis dann, tschüss.